Hallo Pax, hallo Fox in the Cabin, herzlich willkommen bei Dieter Heind auf FXX Videos, HD Videos. Unser heutiges Thema ist Flugzeuge unserer Bundesluftwaffe aus den 50ern und Anfang der 60er Jahre. Die heutigen Flugzeuge sind die Nord-Atlas, die German Albatros und die Perseverance Pembroke. Wir fliegen in der Formation zu dritt. Wir fliegen im amerikanisch-kanadischen Grenzgebiet in den San Juan-Inseln. Unser Flugweg heute geht von Bellingham rüber nach Skagit. Skagit und Bellingham liegen am Fuße der Rocky Mountain Range. Ein paar Bemerkungen zur Nora, unserem Führungsflugzeug am heutigen Tage. Die Variante Nord 2501 war nach dem Krieg das erste fabrikneu beschaffte Transportflugzeug der deutschen Luftwaffe und wurde in Deutschland in Lizenz von den Vereinigten Flugtechnischen Werken und den Hamburger Flugzeugbau gebaut. Die Luftwaffe beschaffte 186 Exemplare. Am 9. September 1958 wurde die erste Nord-Avision Nord-Atlas aus deutscher Lizenzproduktion der Luftwaffe übergeben. Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil von Maschinen aus der deutschen Lizenzproduktion an Israel gingen. Sie bildeten dort in zwei Kriegen das Rückgrat der Transportgeschwader. Bei schwerer See, also Wellenhöhe über 2,50 Meter, war es schwierig, die Albatros aus dem Wasser zu bekommen. Dafür gab es sogenannte Yato-Raketen, hier zu sehen an einer amerikanischen Maschine und in einem Film. Komme ich als erstes noch mal kurz zur Pembroke. Sie kommt aus England. Der Hersteller war Perseverance Aircraft und der ERS-Flug fand statt am 21. November 1952. In Dienststellung 1953 und die Produktionszeit ging von 1953 bis 1958 und die Stückzahl war insgesamt 136 Stück. Etwas zu den technischen Daten. Ihre Länge betrug 14 Meter, Spannweite rund 20 Meter und die Höhe 5 Meter. Der Antrieb waren zwei luftgekühlte 19er Sternmotoren, Leonidas 127 mit je 550 PS, Höchstgeschwindigkeit 380, normale Reichweite 1850, Besatzung 2 plus 8 Passagiere, Dienstgipfelhöhe 7680, da musste schon eine Maske aufsetzen und ihr Gesamtgewicht betrug 6,5 Tonnen. ...1957 bestellte die Bundesrepublik Deutschland für die Luftwaffe 23, für die Bundesmarine 6 und für das Heer 4 Maschinen der Pembroke CMK-54. Diese dienten als Transport- und Verbindungsflugzeuge sowie Vermessung- und Ausbildungsflugzeuge mit dem Spitznamen PAM. Nur eine Bundeswehr Pembroke ging durch eine Motorexplosion verloren. Bei der Notlandung bei Eckernförde konnte sich die Besatzung unverletzt retten. We'll be right back.
heutigen Tage ist unsere Nora, die Nordatlas. Komme ich zu den technischen Daten. Und eine Besatzung von 6 Mann, 2 Flugzeugführer, Bordtechniker, Funker, Navigator, Lademeister, eine Länge von 22 Meter, eine Spannweite von 250, Höhe 6 Meter, Leergewicht 13 Tonnen, Startgewicht 21 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 406. Die Triebwerke waren 2 französische Hercules 739 mit je 1500 Kilowatt bzw. 2000 PS. Konstruktionstechnisch lag sie zwischen der DC-3 und der Trall. Allerdings muss man sagen, dass die Amerikaner ein konstruktives Gegenstück hatten. Fairchilds Boxcar. Gleiche Masche, gleicher Aufbau, 2 Holme nach hinten. Es war damals die Zeit dafür. Im Gegensatz zur Nora, die ja nie in irgendeinem Film in Aktion getreten ist, ist die Fairchild allerdings zu einem Kultflugzeug in einem Kultfilm geworden und das war der Phönix aus der Asche. Zurück zu diesem Film. Wir rollen im Augenblick im Gänsemarsch zur Startbahn und haben auch schon alle Schecks durch und die Startfreigabe. Es heißt also nur noch aufrollen, aufreihen und let's go. Dann sehen wir, dass wir in den Himmel kommen. Aufrollen erreicht der innere Zustand eines Piloten eine gewisse Spannung, eine wohlige Erwartung dessen, was da kommt. Trotz der hohen Konzentration, in der man sich befindet, ist es eine völlige Entspanntheit. Das Flugzeug ist gescheckt, alles ist durchgerechnet, man weiß, wo es lang geht und vor allen Dingen man selber ist gescheckt. Dann man los! Hello? Thank you.
Wir sind alle drei Airborne, immer wieder ein im wahrsten Sinne des Wortes erhebendes Gefühl. So wenden wir uns der Grammen der Albatros zu. Sie war ein Amphibien und kam aus den Vereinigten Staaten, eine typische Grammen-Konstruktion. Hervorstechend waren ihre hydrodynamischen Fähigkeiten, das muss man sagen. Allerdings war der Unterbau, der Wasserrumpf, nicht sehr stabil und es hat Verluste gegeben, vor allen Dingen in Portugal. Hersteller war die Grammen Aircraft Engineering Corporation. Der Erstflug fand statt am 1. Oktober 1947 und in Dienststellung 1949, wobei die Dienststellung sehr schleppend in Gang kam. Produktionszeit 1947 bis 1959, Stückzahl 464. Und bei ihr ist anzumerken, dass noch Maschinen im Vietnamkrieg flogen. Sie wurden von Reservisten, Pan Am-Piloten, Reservisten geflogen und dienten dort ihrer Aufgabe, nämlich der Seenotrettung. Und sie haben so manchen, der über Hanoi angeschossen wurde, aus dem Wasser geholt. Gehen, habe ich Formationsform gewechselt, also vom Winkel zurück zur Kette. Zur Kette deswegen, weil man dann besser zum Anflug sich einordnet. Unsere Destination Skagit, der Flugplatz, ist erreicht und wir gehen in den Queranflug. Den Approach führen wir so durch, wie wir geflogen sind, der Reihe nach, also Nora, Albatros und die Pembroke. Das mit der Pembroke, das hat einen gewissen Spannungseffekt, denn ich fliege sie erst das zweite Mal. We'll be right back.
habe die Gase ganz rausgenommen. Aber sie wird nicht langsamer. Das gibt noch Probleme. Hier zeigt sich doch ein erheblicher Unterschied im Gleitwinkel zwischen den einzelnen Typen und ich muss mir etwas einfallen lassen. Im Realen würde ich jetzt eine Holding fliegen, um wieder hinter die Albatros zu kommen. Hier in der Simulation mache ich das wie im Busch. Ich fliege einfach zickzack, dadurch eine Wegeverlängerung und auch so komme ich wieder hinter die Albatros und kann hinter ihr normal landen. Geschafft. Ist zwar immer noch eng, aber so geht es. Ich komme rein. Schluss für heute. So, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hat euch so viel Spaß gemacht wie mir.
Ein toller Flug, tolle Maschinen, tolle Add-ons, ein toller FSX. Und ich sage für heute erstmal als Aachener, tschö, wa? Im Nachspann noch etwas in eigener Sache. Neugierig? Hallo und herzlich willkommen. Willkommen bei den YouTube-Videos Dieter Heindorf. Auf diesem Kanal geht es offensichtlich ums Fliegen. Fliegen in den verschiedensten Formen. Achtung bitte! Fliegen? Fliegen ist eine Krankheit. Unheilbar. Wer einmal davon befallen ist, wird es nicht wieder los. In der Hauptsache dreht es sich hier bei den Videos um Fliegen im Simulator, das heißt am PC. Manche nennen es Spiel, manche nennen es mehr. Aber es dreht sich nicht nur darum, es dreht sich auch um reale Flüge. So, unser eigentlicher Besuch hier, Lerz, ist... Es geht um Flüge, wie hier mit der P-51, mit der Viper, Archer, aber auch um Flugshowen oder ähnliches. Aber immer wieder dreht es sich um fantastische Flugzeuge in einem fantastischen Flugsimulator. Am Nordpolarkreis, einer der nördlichsten Flughäfen. Wir sind bei sehr schlechtem Wetter gestern reingekommen. When the tower has given the clearance, move on the runway. Steer with the outboard engines, not the brakes. Excessive use of the brakes on a plane as heavy as... Ganz nebenbei geht es natürlich auch um Fluggeschichte oder um die modernste Technik. Amerikaner waren sehr begierig, solche Maschinen in ihre Hände zu bekommen. Und Geschichten erzählen wir, wahre, aber auch erdachte. Geschichten mit Anfang und Ende, mit Start und Landung. Hey, und volles Risiko, simuliert natürlich. Zu Hause sind wir natürlich überall auf der Welt. Geflogen wird alles, was nicht schnell genug laufen kann. Und ein besonderes Augenmerk ist auf die Formationsfliegerei gerichtet. You follow. Wingtip to wingtip. He turns, you turn. Videos werden Dinge umgesetzt, die in der Wirklichkeit nicht mehr möglich sind oder auch nicht möglich sind, weil sie ganz einfach verboten sind oder zu gefährlich. Diese Videos machen Fliegen fassbar und sie zeigen auf, wie viel Spaß es machen kann, mal out of the envelope zu fliegen, so wie hier mit der Boeing durch die Schweizer Alpen oder zum Abschluss mit diesem Riesenvieh von Convair. Eine Runde in Kalifornien. Also, auf Wiedersehen. Meine Videos von Dieter Heindorf. Flugvideos im FSX.